eingeschaltet hast. Vorab hoffe ich natürlich, es geht dir gut. Und ich bin Sandra und solltest du neu auf meinem Kanal sein, heiße ich dich erstmal ganz herzlich willkommen. Ich habe letztens ein bisschen durch das Internet geschaut und dachte mir, ich könnte ein bisschen was nach den Weihnachtsfeiertagen shoppen und bin dann auf dem Onlineshop von Dagi B gelandet. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht mit wirklich großen Erwartungen raufgegangen. Ich dachte, ich gucke einfach mal Schönes, was sie anbietet. Ich wusste natürlich, dass sie jetzt Online-Kosmetik verkauft und dass da jetzt ein neuer Shop ist, bin da aber noch nie raufgegangen und ich dachte mir, ich schaue einfach mal, was es so Schönes gibt. Ich weiß natürlich auch, dass sie Klamotten anbietet, aber das ist jetzt eher nicht so mein Genre. Ich glaube, aus dem Alter bin ich raus, obwohl ich jetzt ein Mickey-Maus-Pullover trage. Aber gut, ich glaube, das geht immer. Jedenfalls habe ich mich im Onlineshop so ein bisschen umgeschaut und habe gesehen, dass sie ein Nagellackset anbietet, was aus Pastellfarben besteht. Das kostet 19,99 Euro. Habe ich mir allerdings nicht bestellt, weil ich dachte, es hätte sich nicht rentiert, da ich eh nie Nagellack trage und auch nicht tragen darf. Und wenn dann mal, vielleicht einmal im Monat am Wochenende oder so, aber ansonsten sind meine Nägel eigentlich immer Natur. Außer ich habe Urlaub, dann mache ich da gerne mal ein bisschen was drauf. Aber für die zweimal im Monat oder im Jahr hätte sich nicht rentiert, deswegen dachte ich, okay, das spricht mich jetzt nicht an. Dann habe ich aber gesehen, dass sie noch Body Sprays hat und das fand ich gar nicht mal so schlecht und deswegen habe ich mir auch zwei bestellt und genau die, die sie auch anbietet. Und zwar einmal Coconut Honey, das ist das, und einmal Vanilla Honey, das ist das. Also die zwei Dinge habe ich mir bestellt und die kosten 12,99 Euro. Ich habe das jetzt per Nachname gemacht. Also ich habe dann noch Versandkosten bezahlt und noch die Nachnahmegebühr. Aber gut, ich dachte mir, ich mache das trotzdem mal. Ich habe das nicht gestellt bekommen, ich habe das auch nicht zugeschickt bekommen. Ich werde dafür auch nicht von Dagi bezahlt oder sonst irgendwas. Ich habe auf eigenen Bedarf quasi bestellt. Ich war ganz neugierig darauf, wie diese zwei Düfte riechen und wie sie auch aussehen. Beide Sachen sind vor knapp, ich glaube, 3-4 Tagen oder so angekommen. Ich habe am ersten Weihnachtsfeiertag online bestellt. Das heißt, ich habe dann noch einen Feiertag danach gehabt und dann habe ich ungefähr 5 Tage gewartet und angegeben war zwischen 7 und 10 Tagen. Also es kam sehr, sehr viel eher an. Was ich allerdings sagen muss, ist, ich habe halt bestellt und hatte halt meine E-Mail-Adresse angegeben und dann stand halt, sie werden benachrichtigt oder sie bekommen eine Bestätigungsnachricht. Das habe ich nicht bekommen. Noch habe ich eine Mail bekommen, dass quasi die Sachen versendet werden und in naher Zukunft bei mir ankommen. Was ich jetzt aber auch nicht so gravierend finde, es ist in Ordnung. Der Shop ist noch relativ neu, vielleicht ist er einfach noch im Aufbau, man muss so ein paar Sachen umstrukturieren, also da kann ich einfach drüber hinwegsehen. Die Sachen sind eher angekommen, als angegeben war, also zwischen 7 und 10 Tagen war ja wie gesagt gesagt und nach 5 Tagen sind sie bei mir zu Hause schon eingetrollert. Finde ich also gut, dadurch hat es das quasi wieder rausgeholt und ich würde sagen, wir gucken uns die beiden Sachen jetzt einfach mal genauer an. Wie gesagt, es gibt einmal Vanille und einmal Kokosnuss. Und es sind halt, wie gesagt, Body Sprays. Ich lese mal vor, was hinten drauf steht. Das Body Spray mit ca. 15 cm Abstand auf die gewünschte Körperstelle sprühen, nicht auf Kleidung und nicht in die Augen, dermatologisch bestätigt. Was ich gut finde, ist, es ist sehr viel drin. Es sind 200 ml, also es ist nicht mal eben so eine kleine Probe, was man natürlich auch für 12,99 Euro erwarten kann. Sehr ansprechend finde ich persönlich, dass es nicht aus Glas ist, sondern so Hartplastik, würde ich jetzt mal sagen. Also wenn es wirklich auf den Boden klatscht und gerade so im Badezimmer auf die Fliesen, kann da nichts passieren. Da sollte sich MAC quasi meine Scheibe von abschneiden, denn mir ist so oft schon ein Concealer auf den Boden gefallen und jedes Mal ärgere ich mich, dass dieser scheiß Concealer aus Glas ist und alles ist voller Concealer und nichts mehr ist da, wo es hin soll und für 40 Euro oder so ist das immer ein bisschen viel Geld. Das finde ich also wirklich sehr, sehr gut, dass sie das nicht aus Glas gemacht hat, sondern aus Plastik. Ansprechend finde ich dieses B hier vorne drauf, was holographisch schimmert. Also wenn man es so ein bisschen ins Licht reflektiert, scheint es immer ein bisschen anders. Und ansprechend finde ich außerdem, dass es durchsichtig ist. Also dass man jederzeit sieht, wie viel noch drin ist und es macht wirklich einen sehr, sehr edlen Eindruck. Und ja, ich würde sagen, wir sprühen uns das jetzt einmal rauf und gucken mal und schnuppern mal, wie gut es riecht. Ich würde sagen, wir fangen an mit Vanilla Honey. Und ich habe noch nichts geschnuppert, noch gar nichts. Es ist alles nur verschlossen und ich würde sagen, wir gucken mal. Ich glaube, das war schon zu viel.
Okay, Vanille. Okay. Also ich muss sagen, es ist so ein bisschen wie, ihr könnt euch das jetzt vorstellen, wenn ihr in die Parfümerie geht und ihr an neuen Düften schnuppert, dann ist das meistens sehr, sehr herb und aufdringlich und nicht so ganz so ansprechend. Wenn man dann aber aus dem Laden rausgeht und dann nochmal an die Stelle schnuppert, dann riecht es Bombe. Und so ist es ähnlich. Es war am Anfang ein bisschen, sagen wir mal, gewöhnungsbedürftig, aber jetzt finde ich es mega gut. Und ich muss ja sagen, ich bin sonst nicht so der Vanille-Fan, aber den finde ich echt top. Der ist jetzt nicht so aufdringlich, nicht so künstlich aufgesetzt, sondern wirklich gut und schön gemacht. Also jetzt ganz ansprechend, würde ich sagen. Ich würde sagen, hier schnuppern wir einfach gleich nochmal dran, obwohl ich sagen muss, wie gesagt, am Anfang war er wirklich sehr, sehr, naja, nicht aufdringlich, aber schon herb. Aber jetzt riecht er sehr dezent und angenehm. Dann würde ich sagen, gucken wir uns noch einmal Kokosmus an und das machen wir auf die rechte Seite. Den finde ich mega gut. Also den finde ich ansprechender als den, aber es liegt, glaube ich, daran, dass ich wirklich nicht so der Vanille-Fan bin. Aber Kokosnuss riecht, ich bin ganz, ganz schlecht in Gerüche erklären, aber es riecht schon nach Kokosnuss, aber nicht so alleine Kokosnuss, sondern schon noch so mit ein paar anderen Extrakten. Aber sehr sinnlich, feminin, finde ich. Und nicht so stark wie Vanille. Also Vanille ist schon sehr, sehr süß, aber Kokosnuss finde ich so für die etwas, naja, reifer hört sich jetzt auch ein bisschen blöd an, etwas älteren Mädels schon ein bisschen ansprechender als Vanille. Vanille ist so ein bisschen teeny und das ist schon ein bisschen was Reiferes. Aber was ich mir vorstellen kann, ist, dass wenn man duschen war und dann einfach gar nicht mit irgendwelchen Body Milks oder so rübergeht, sondern einfach nur ein Body Spray raufsprüht, dass man gar kein Parfüm oder sowas mehr braucht, weil sie wirklich, ich denke mal, relativ langanhaltend sind. Also, ich muss sagen, für mich persönlich ist Coconut Honey ein bisschen ansprechender. Vanilla Honey finde ich jetzt auch gut, aber ich finde das ein bisschen schöner. Muss ich ganz ehrlich persönlich sagen. Und ich glaube, mit 200 Milliliter kommt man mega lange hin. Ich werde das mal ausprobieren, einfach nach dem Duschen, mich damit einsprühen und mal gucken, ob meine Kollegen fragen, was ich da Schönes benutzt habe. Ansonsten muss ich sagen, dass Dagi da wirklich zwei schöne Sachen rausgebracht hat. Sie hat ja relativ junge Zuschauer, da denke ich einfach mal, dass die Produkte wirklich gut ankommen werden. Gerade so das Nagellack-Set, aber auch die Body Sprays sind so ein bisschen was für etwas ältere Mädels auch. Ich bin jetzt auch nicht mehr die Jüngste, aber ich dachte mir, ich gucke einfach mal rein, was es da Schönes gibt. Und ich muss sagen, ich finde die Sachen sehr, sehr gut und finde halt auch im Nachhinein, dass mir persönlich Coconut Honey ein bisschen besser gefällt. Aber einfach nur, weil ich, glaube ich, der Vanille-Fan nicht ganz so bin, aber es ist trotzdem ein sehr, sehr angenehmer Duft. Also ich würde sagen, beide Däumchen hoch für die Sachen von Dagi, muss ich sagen, würde ich mir auch nachkaufen. Es ist natürlich klar, da scheiden sich die Geister, der Preis ist nicht ganz so ohne. Aber ich denke auch mal, dass die Inhaltsstoffe relativ teuer sind und die Anschaffung ein bisschen teurer sein wird. Und deswegen wird der Preis gerechtfertigt sein. Und wie gesagt, es sind 200 Milliliter drin. Und wer sich das nicht leisten kann oder über den Preis meckert, der kann ja entweder ein bisschen sparen, sich das schenken lassen oder einfach mal, wenn man einen guten Monat hat, sich das dann gönnen. Ich finde es gut und ich bereue meinen Kauf quasi nicht. So, dann war es das mal wieder mit diesem Video. Ich hoffe natürlich, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen und euch hat diese kleine Review ein bisschen gefallen. Was ich sagen muss, ist, dass ich die zwei Produkte wirklich ansprechend finde. Ich werde sie jetzt in mein Badezimmer stellen und ich denke, da werden sie auch definitiv ein Hingucker sein, denn sie sind sehr, sehr schön gemacht.
Und ja, zwei Däumchen hoch für Dagi. Diese Arbeit finde ich mega gut und ich finde beide Body Sprays sehr, sehr ansprechend. Wenn ihr euch überlegt, welches Body Spray ihr kaufen solltet, überlegt euch das quasi gut. Es ist nicht ganz so günstig, aber ich könnte mich jetzt nicht so wirklich entscheiden, welches ich nehmen sollte. Im Nachhinein finde ich natürlich Kokosnuss ein bisschen ansprechender als Vanillehalin, aber ansonsten könnte ich mich jetzt da nicht so wirklich entscheiden, welches ich jetzt für mich kaufen sollte. Dann würde ich sagen, bin ich jetzt quasi wieder raus. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und ansonsten über eine positive Bewertung. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüssi.